Hier ist mal Spaghetti-Code. Dieses Programm löst auch das gegebene Problem. Aber ich verstehe auf Anhieb kaum, obwohl ich es ja selber implementiert habe, was dieses Programm tut. Es werden keine Prozeduren verwendet, die Strukturierung ist schlecht, also ist grausam. Sowas ist Spaghetti-Code und sowas sollte man sich erst gar nicht angewöhnen.